65 Werder Bremen zu übertragen. Unsere Kameras sind natürlich auch auf dem Bahnsteig aufgebaut, wo der Zug nachher einlaufen wird. Weitere Kamera ist in der Innenhalle des Hauptbahnhofs. Hier haben sich bereits einige tausend Menschen eingefunden, die trotz des schlechten Wetters, trotz des Regenwetters, das wir seit Stunden haben, hier geduldig ausharren, um die Mannschaft zu begrüßen. Und während wir, meine Damen und Herren, hier jetzt auf die Ankunft des deutschen Fußballmeisters warten, zeigen wir Ihnen in einem Film, was sich gestern und vorgestern in Nürnberg und Lichtenfels getan hat. Spielausschussvorsitzender Hans Deckert gratulierte im Namen des DFB. Zu diesem großen Erfolg gratuliere ich Ihnen im Namen des Deutschen Fußballbundes. Der Präsident des Deutschen Fußballbundes wird anlässlich Ihrer offiziellen Meisterschaftsfeier in Bremen die Siegestrophäe des Deutschen Fußballbundes überreichen. Ich darf Ihnen heute, Ihrem Spielführer, als Symbol des Sieges diesen Lorbeerkranz überreichen. Ich darf Ihnen für die kommenden Spiele um den Europacup der Landesmeister viel Erfolg wünschen. Die ungefähr 30.000 Nürnberger feierten die Bremer auf ihrer Ehrenrunde, als ob diese Elf aus der Norris käme. Die 12.000 Einwohner zählende nordbayerische Stadt Lichtenfels, seit Jahren den Bremern verbunden, bereitete dem deutschen Fußballmeister einen überaus herzlichen Empfang. Mit Musik, nicht zu langen Reden, viel Geschenken und den Dingen, die nun einmal dazugehören. Der Gang in das Rathaus und anschließend die traditionelle Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Lichtenfels. Während die Menge wieder begeisterten Beifall bringt, vollzieht sich eine Wette. Max Lorenz und Klaus Matischak verlieren ihr Haupthaar oder sie müssten 1.000 D-Mark zahlen in die Mannschaftskasse. Um es auf Bayerisch zu sagen, na das war Gaudi. Soweit unsere Bilder vom Empfang in Lichtenfels. Und nun zur Originalübertragung vom Bremer Hauptbahnhof mit Hans Schulz. Der Personenzug nach Nienburg, Abfahrt 18:33. Und hier ist wieder der Bremer Hauptbahnhof. Wir warten jetzt hier oben und mit uns warten einige hundert von Schaulustigen darauf, dass die Mannschaft des deutschen Fußballmeisters in Bremen eintrifft. Nach meiner Uhr, 18.31 Uhr und 18.32 Uhr, soll der Zug eintreffen. Und hier ist Polizeipräsident Herr von Bock und Pollach. Wie klappt es mit der Organisation?
Ja, also es ist alles turbulent unten. Zweimal haben sie die Kette bereits durchbrochen und trotz des Regens sind Tausende und Abertausende von Menschen unterwegs. Wir haben bereits die letzten polizeilichen Reserven eingesetzt. Ja, danke schön, Herr Präsident. Sie haben eben gehört, dass unten ein fürchterlicher Trubel ist, trotz schlechten Wetters. Das muss einmal gesagt werden, es regnet seit Strömen, seit Stunden in Strömen hier in Bremen. Vielleicht ist es so im gesamten norddeutschen Raum. Aber Sie können vielleicht, ich weiß es nicht, vor dem Bahnhofsplatz, es dringt hier rüber zur Bahnhofshalle, ist das Tuten der Schlachtenbummler zu hören. Und jetzt in diesem Augenblick ist auch das Signalisieren der Lokomotiven hier im Bremer Hauptbahnhof zu hören. Die Lokomotiven zeigen an, dass der D-Zug aus Bremen in diesem Augenblick im Bremer Hauptbahnhof eintreffen wird. Wir wollen natürlich für Sie, meine Damen und Herren, versuchen, so viel Spieler wie möglich vor die Kamera und an das Mikrofon zu hören holen, denn Sie sollen ja den Empfang des deutschen Fußballmeisters 1965 in Bremen miterleben. Hier in Bremen kann man es eigentlich immer noch nicht fassen, dass die Werder-Mannschaft, die als krasser Außenseiter in die deutsche Meisterschaft 1964-65 gegangen ist, nun als deutscher Meister aus Lichtenfels, wo die Mannschaft ja gestern noch ein Spiel austrug, und Lichtenfels, das sahen Sie vorhin im Film, war der Ort, der als erster den deutschen Meister, den frisch gebackenen deutschen Meister Werder Bremen begrüßen konnte. Wir warten also, wie die Hunderte hier auf dem Bahnsteig und wie die Tausende vor der Bahnhofshalle auf den deutschen Meister. Es ist nach meiner Uhr 18.32 Uhr und aus der Ferne ein lautes Lokomotivsignal, und ich sehe jetzt auch, vielleicht für Sie noch nicht sichtbar, die Lokomotive des Zuges, der in den Bremer Hauptbahnhof hineinfährt. Und nun vorn schon sehen Sie vielleicht, ich hoffe es, das Schild Werder Bremen deutscher Meister. Und wir hoffen, dass der Sonderwagen, mit dem Spieler, Trainer, Vorstand und so weiter, das Fußvolk Werder Bremens, hier bei uns landen wird. Und dann werden Sie den frisch gebackenen deutschen Meister auch zu Hause auf Ihrem Bildschirm sehen können und werden sich freuen mit dieser sympathischen Mannschaft, denn es ist eine Mannschaft ohne Stars, eine Mannschaft der Kameradschaft. So oft sagt man dieses, aber in diesem Fall ist es wirklich gegeben, dass man von der Mannschaft ohne Stars mit der Kameradschaftsmannschaft spricht. Blumen werden hier bereits vorangetragen und ich bin zunächst einmal eingekeilt, aber ich hoffe, dass die Herren von der Bahnpolizei mich dann letzten Endes doch noch hier rausschlagen, damit ich an die Mannschaft herankommen kann. Ich will trotzdem meinen Standpunkt hier zunächst nicht verlassen. Die Mannschaft ist hinten weiter und es hat für mich wahrscheinlich keinen Zweck, denn ich werde hier doch höchstens überrollt. Aber die Kollegen sind so freundlich und tragen für mich das Kabel, sodass ich noch etwas weiter nach vorne gehen kann. Ja, es hat leider nicht ganz so geklappt, wie wir gehofft haben, dass nämlich der Wagen mit den Werder-Spielern hier in unserer unmittelbaren Nähe landen würde. Jetzt strömt natürlich alles nach vorn und neben mir sind in diesem Augenblick auch die Spielerfrauen aufgetaucht. Ich sehe beispielsweise Frau Ferner. Frau Ferner, nur noch wenige Sekunden, dann ist der Detail wieder da. Und wir freuen uns. Leider geht es nicht weiter. Ich muss also zunächst einmal hier bleiben und kann nur hoffen, dass die Werder-Spieler hier zu mir kommen. Inzwischen sehe ich Frau Jagielski, Frau Hähnl, Frau Soja, die hier vorbeilaufen. Ich weiß nicht, ob Sie sie im Bild haben werden, aber ich habe sie jetzt in diesem Augenblick gesehen. Und jetzt wollen wir hoffen, dass die Mannschaft auch auf dem schnellsten Wege hier zu uns kommen wird, dass wir sie in unserer Originalübertragung vom Bremer Hauptbahnhof hier den Zuschauern im norddeutschen Raum zeigen können. Der Rundfunk marschiert bei mir vorbei. Auch er wird das Gleiche versuchen wie wir. Auch er wird hoffen, dass er die Spieler des frisch gebackenen deutschen Meisters hier an das Mikrofon bekommen kann. Zunächst würde ich es einmal sagen, sollten wir ganz kurz einmal auf den Bahnhofsvorplatz schalten. Wir sollten Walter Schmieder rufen, damit er sagen kann, was sich jetzt unten antut, da die deutsche Mannschaft hier jetzt den Bahnsteig in diesem Augenblick betreten wird. Ja, meine Damen und Herren, hier auf dem Bahnsteigvorplatz, auf dem Bahnhofsvorplatz ist ein höllischer Lärm. Sie werden vermutlich mich am wenigsten verstehen können. Dafür aber die Tröten der begeisterten Werder-Anhänger und vielleicht auch die verzweifelten Rufe der Polizei, die immer wieder versucht, die anstürmende Menge, vor allem in der Bahnhofsvorhalle, zurückzudrücken. Hier draußen ist es noch verhältnismäßig ruhig, aber was sich da drin im Bahnhofsvorhalle abspielt, scheint doch ziemlich schlimm zu sein. Es wird für die Mannschaft nicht einfach sein, sich hier durchzudrücken und durchzudrängeln. Hier draußen ist schon ein Empfangskomitee vorgesehen, das haben Sie vorhin sicher schon gesehen.
Auf offenen Wagen geht es nachher durch die Stadt. Aber wieder zurück zu Hans Schulz. Also der Bahnsteig möchte gerufen werden. Und hier haben wir Werder-Präsidenten-Botschafter Alfred Wies am Mikrofon und daneben Pico Schütz, den Mannschaftskapitän. Und hier ist sie zum ersten Mal in Bremen, die Viktoria, die Silberschale für den neuen deutschen Meister für Werder Bremen im Jahre 1965. Herr Wies, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Willkommen in der Heimat. Dieses Willkommen gilt auch Ihnen, Pico Schütz, und Ihren Kameraden. Herr Wies, einige Worte an die Bevölkerung in Bremen und im norddeutschen Raum, denn wir übertragen original für das Regionalprogramm des deutschen Fernsehens im Norden. Wir haben auf der Einfahrt nach Bremen schon festgestellt, dass alle Straßen links und rechts und die Häuser und Fenster besetzt waren. Und wir sind sehr froh und glücklich darüber und bedanken uns bei der bremischen Bevölkerung für diesen schönen Empfang zur deutschen Fußballmeisterschaft. Ja, Sie werden sich wundern, Herr Ries, was gleich draußen los ist. Hier ist nur ein kleiner Abklatsch von dessen, was Sie draußen erwarten werden. Pico Schütz. Ja. Jetzt offiziell herzlichen Glückwunsch zur Erringung der deutschen Meisterschaft für Sie und für Ihre großartige Mannschaft. Darüber gibt es ja wohl keinen Zweifel. Und das Unerwartete ist eingetreten. Ja, schönen Dank auch. Und würden Sie auch noch einige Worte ja, für die Zuschauer sagen? Das ist doll einfach. Einfach doll hier, was hier los haben ist. Sie sich jetzt schon damit abgefunden? Haben ja, Sie so schon verdaut, dass Sie deutscher Meister sind? Ja, so langsam. Ja, danke schön, Herr Ries, danke schön, Pico Schütz. Und Vorsicht. Und jetzt haben wir Max Lorenz. Max Lorenz, einmal bitte den Hut ab, denn Sie haben eine Wette verloren. Ich hoffe, dass Sie Max Lorenz sehen. Er hat gewettet, entweder Glatze oder 1000 Mark in die Mannschaftskasse. Und war es nur der Geiz oder was? Nein, es ist richtig so. Ich habe mit Klaus Matischak eine Wette abgeschlossen. Entweder lassen wir uns eine Glatze schneiden oder aber wir müssen 1000 Mark in die Mannschaftskasse zahlen. Das haben wir nicht getan, sondern haben uns 1500 Mark schenken lassen pro Person. Und darum heute die Glatze. Es ist hier etwas dunkel und für Scheinwerferbeleuchtung. So, und jetzt habe ich hier Horst-Dieter Köttges, einen der Nationalspieler. Horst-Dieter Köttges, das erste Jahr für Werder Bremen und gleich deutscher Meister. Es ist für uns ein unwahrscheinlicher Erfolg, aber ich habe am Anfang der Saison nicht mit gerechnet. Wilhelm Riedmüller, Sie waren praktisch Maître de Plaisir und jetzt habe ich hier Klaus Matischak, der zweite Mann mit der Glatze und Herr Haare. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Mit der Glatze habe ich schon gehört und gelesen und jetzt haben Sie Haare. Darf ich die Hut einmal abnehmen? Ich weiß nicht, ob Sie das alles mitbekommen. Ich hoffe nur, dass Sie es alles gesehen haben. Klaus Matischak, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Und nun alles Gute. Und jetzt Seppel Piontek, der Nationalverteidiger und Haudegen in der Mannschaft der Werderaner. Seppel Piontek, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Vor einigen Monaten unterhielten wir uns am Fernsehmikrofon. Da hatten Sie noch keine Frau. Wie sieht es jetzt mit den Frauen aus? Doch, im Moment habe ich eine Freundin. Ja? Ja. Und was mit der Heirat? Bleiben Sie in Bremen? Oh, das dauert noch. Ja, Seppel Piontek, vielen Dank. Und jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier, Jackelski, mit Gattin. Jackel. Darf ich sagen, auf Ihre alten Tage haben Sie nun noch bei Werder Bremen eine deutsche Meisterschaft mit errungen. Ja, wunderbar. Einige Worte für die Fernsehzuschauer. Naja, also eine deutsche Meisterschaft erlebt man nicht jeden Tag. Und wenn man diese inne hat, dann freut man sich recht herzlich. Ne? Ja, Frau Jagielski, darf ich Sie noch um einige Worte bitten? Wie ist es so, wenn man als Spielerfrau, die meiste Zeit waren Sie ja nicht dabei, Sie hatten ja zu Hause den heimischen Herd zu hüten. Wie ist es so als Spielerfrau und jetzt aus der Distanz, jetzt Ihr Gatte, bei Werder Bremen und mit Werder Bremen deutscher Meister. Ist alles überwältigend. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ich danke schön und ich hoffe, dass Sie die nächsten Spieler wiedersehen. Alles Gute. Und jetzt habe ich Frau Ferner und jetzt habe ich hier den Günter Bernhard, den ehemaligen Schweinfurter, der gestern in Lichtenfels gegen seine alten Kameraden spielte. Und herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Dankeschön, Herr Schulz. Es ist überwältigend, wenn man. Es ist einmalig, das schönste Gefühl, was man überhaupt sagen kann. Es ist einmalig. Sie fühlen sich wunderbar in Bremen wohl und Sie fühlen wunderbar sich bei Werder und in der Mannschaft. Jawohl. Gut, wir haben gute Dank. Kameradschaft. Alles, und alles gut. Gute. Gerd Zebrowski. Na, Haare gehen schon wieder etwas. Er ist nämlich im April Soldat geworden, hat trotzdem eisern in der Meistermannschaft des SV Werder mitgespielt und hat als Werderaner. Denn Sie sind ja der Mann, der aus der Jugend des SV Werder vorgegangen ist, als Werderaner eine Meisterschaft mit errungen. So, vielen Dank und jetzt wieder auf dem Bahnhofsvorplatz. Meine Damen und Herren, im Augenblick hören Sie sicher am lautesten die Polizeikapelle, die hier aufmarschiert ist und natürlich auch ihren Teil zur Begrüßung des deutschen Fußballmeisters beitragen will. Und gleich wird die Mannschaft herauskommen. Vorläufig waren es nur einige ahnungslose Mitreisende des Zuges aus Nürnberg, die sich hier mühsam durch die Menge schieben mussten. Vor allem in der Bahnhofshalle ist ein riesiges Getümmel. Und von dort dröhnen jetzt auch die Anfeuerungsrufe, die Werder Bremen so stark unterstützt haben. Insbesondere in dem entscheidenden Spiel gegen Borussia Dortmund. Wir warten jetzt also, dass jeden Augenblick
die Mannschaft mit ihren Betreuern hier aus dem Eingang zum Bremer Hauptbahnhof herauskommen wird. Geplant ist, dass sie die hier bereitgestellten Wagen besteigen und unter Vorantritt der Reiter des Reitervereins Weser und einiger Polizeikräfte zunächst einmal durch die Stadt fahren. Sicher hätten sich noch mehr Zuschauer eingefunden, wenn es nicht, wie gesagt, seit Stunden und Stunden so stark regnen würde. Die Spieler sind im Augenblick in dem Durchgang zur Sperre. Dort müssen sie jeden Augenblick auftauchen und für sie sichtbar werden. Für die Spieler sind hier natürlich eine Reihe von Ehrungen vorbereitet. Und jetzt kommen sie, jetzt sind sie sichtbar für die mehreren hundert, wenn nicht sogar tausend Menschen in der Bahnhofshalle. Und jetzt geht dort drin ein so ohrenbetäubender Lärm los, dass man kaum noch sein eigenes Wort verstehen kann. Es werden die grün-weißen Fahnen geschwenkt, es erscheinen die Transparente, aus denen man sehen kann, dass ganze Betriebe heute Nachmittag geschlossen haben, um ihren Angehörigen zu ermöglichen, hier am Hauptbahnhof den deutschen Fußballmeister in Empfang zu nehmen und ihm einen gebührenden Empfang zu bereiten. Denn es ist ja das erste Mal, dass ein Bremer Verein diese Meisterschaft errungen hat. Und die Stadt freut sich natürlich besonders darüber, denn immerhin feiert Bremen ja in diesem Jahre 1000 Jahre Bremen. Und jetzt kommen sie. Und jetzt kommen sie durch die Menge und halten die berühmte Schale hoch. Die Schale, um die sich so viele Mannschaften seit Jahren bemüht haben. Und in jedem Jahr kann sie eben nur ein Verein erringen. In diesem Jahr ist es Werder Bremen. Und diesen Song, diesen Gesang haben Sie sicher schon häufig gehört, meine Damen und Herren. Und da kommt die Mannschaft, Botschafter Ries, der Vorsitzende von Werder Bremen, der Trainer und der Mannschaftskapitän Arnold Schütz. Er hält die Schale hoch, um die Sie so heftig gerungen und gestritten haben. Der beste Kommentar, meine Damen und Herren, der jetzt zu geben ist, den geben die Zuschauer, den geben die Tausende, die hier versammelt sind. Die Mannschaft besteigt jetzt die Wagen und fährt von hier aus durch die Stadt zum alten Rathaus, zum traditionellen Rathaus von Bremen. Dort wird in kurzer Zeit ein Empfang des Senats für die Spieler des SV Werder stattfinden. Aber die große Ehrung, die große Feier, die gibt es morgen Abend in der neu erbauten Bremer Stadthalle. Dann wird der Vorsitzende des DFB, Dr. Gößmann, noch einmal die offizielle Ehrung des deutschen Fußballmeisters übernehmen. Und dann wird noch einmal vor Tausenden von Bremer Zuschauern die berühmte Silberschale überreicht. Die Karten für diese Ehrung in der Bremer Stadthalle sind bereits seit Tagen ausverkauft. Eine Stunde nach Öffnung der Vorverkaufsstellen, da waren bereits alle Karten vergriffen. Und wenn Sie jetzt plötzlich vielleicht meinen Kommentar nicht mehr hören werden, dann dürfen Sie sich darüber nicht wundern. Wir haben alle Mühe, unsere Kabel vor der begeisterten Menschenmenge zu schützen. Und es selbst die Wagen der Polizei sind hier so eingekeilt, dass sie kaum noch eine Chance haben, hier heil durchzukommen. Da wird es wohl nicht ohne einige Beulen abgehen. Wie Sie wissen, hat die Mannschaft von Werder Bremen sich keine große Ruhepause gegönnt. Sie werden bereits in der nächsten Woche eine Bulgarienreise antreten und natürlich auch an der Reise der deutschen Fußballelf nach Südamerika beteiligt sein. Dazu wird sicher auch ein Stamm der Spieler von Werder Bremen eingesetzt werden. Ich will jetzt einmal versuchen, mich etwas näher an das Zentrum des Geschehens heranzuwühlen. Es ist gar nicht so einfach. Komm, mach mal. Vorläufig ist hier alles eingekeilt und der Polizeiwagen versucht sich durchzuwühlen. Aber die Polizei ist jetzt machtlos und ich kann auch nicht mehr näher herankommen. Eine solche Begeisterung hat Bremen sicher noch nicht erlebt und sicher auch nicht der Bahnhofsplatz.
Wir haben auch keine Erfahrung, wie groß er ist. Und wir können Ihnen auch nicht sagen, wie viele Menschen sich heute hier versammelt haben. Polizeirat Pulver konnte keine genaue Schätzung abgeben. Aber wir schätzen, dass es etwa 20.000 Menschen sind, die heute hierher gekommen sind. Und der Einzige, der froh darüber ist, dass es heute regnet, das ist die Polizei. Denn bei strahlendem Sonnenschein wären unter Garantie nochmal so viele Menschen gekommen. Nun werden wieder die grün-weißen Fahnen geschwenkt, die Transparente hochgehalten und die Blumensträuße, die für den deutschen Meister gedacht sind. Und zwar der Blumenstrauß, den der erste FC Köln geschickt hat, der kann vorläufig gar nicht an seinen Empfänger kommen, denn die Leute kommen einfach nicht durch. Jetzt versucht man sie verzweifelt zu retten, indem man sie... Und das sind noch einige Spieler, die es erst jetzt geschafft haben, sich durch das Gewühl hindurchzuwudeln. Und bei jedem einzelnen Spieler ist die Begeisterung groß. Besonders gespannt war man natürlich, wie die berühmte Wette ausgehen würde, ob die beiden Spieler, die gewettet hatten, dass sie bei einem Sieg von Werder Bremen um die deutsche Meisterschaft sich die Glatze schneiden lassen würden. Nun, sie haben es gesehen, es ist geschehen. Und das kann man auch verstehen. Auch die Frauen der Spieler treffen inzwischen ein, alle leicht ramponiert. Denn diesen Begeisterungssturm kann man viel weniger standhalten als 90 harten Minuten auf dem grünen Rasen. Und immer noch kommen Blumensträuße. Ja, meine Damen und Herren, wenn ich zwischendurch etwas außer Atem komme, verzeihen Sie bitte, ich kann auf keinen Fall weitersprechen. Und nun versucht auch die Polizei hier an meinem Standort, ihren Wagen wieder freizukriegen. Deswegen muss ich ihn jetzt räumen. Und meine Damen und Herren, mit diesem Bild von der Begeisterung um den Empfang des deutschen Fußballmeisters 1965 Werder Bremen auf dem Vorplatz des Bremer Hauptbahnhofs verabschieden wir uns von heute aus Bremen. Auf Wiedersehen bis zur nächsten Sportschau der Nordschau.